Soho, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U. Bei mir zu Hause auf meinem Channel. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und das war viel zu schnell. Ich kriege keine Luft. Bah. Und jetzt muss ich auch noch aufstoßen, weil ich gerade was getrunken habe. Oh. Perfekt mit der Kamera synchronisiert. Ja, wir sind immer noch in der Bergruine. Wer hätte es gedacht? Wir sind schon deutlich weitergekommen. Wir haben den Ordon Ziegenkäse bekommen. Ja, das ist jetzt ein Item, was wir nicht unbedingt benötigen, aber gut zu haben. Wir haben im letzten Part, haben wir das im letzten Part? Ja doch, ich denke im letzten Part war das. Da haben wir den Morgenstern bekommen, den wir am besten auch gleich bei diesen Viechern da einsetzen. Tüdelü! Ha! Ah, der hatte keine Chance. Der hatte absolut keine Chance. Das war ein bisschen fies, gebe ich zu. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Schlüssel für... Ihr wisst schon, aua. Ja, das schmerzt etwas. Aber das schmerzt auch. Und das hätte auch... Das war nicht so gut. Stirb. Dankeschön. Ja, wenn sie eins können. So, wir müssen da hinten hin. Wenn ich hier reingehe, dann bin ich doch vollkommen falsch. Dann bin ich vollkommen falsch, ey. Egal. Wir versuchen es trotzdem mal. Übrigens würde mich mal interessieren, Ihr habt mir die GameCube-Variante von Twilight Princess jetzt tatsächlich im Nachhinein mal so gekauft. Ich habe es aber auch günstig geschossen für 30 Euro, also von daher soll ich mich nicht beschweren. Das hatten wir doch schon mal. Nee, hatten wir nicht. Was ist das für ein Bild? Wer ist das? Ist das König Daphnus? Es ist ein Rätsel. Nein, bleibst du wohl oben. Link. Don't shock me. Ich bin übrigens der Meinung, dass dieser Raum, der hier ist, oder ist das der andere? Ist das die Kathedrale? Da hinten ist er. Aha, okay. Dann weiß ich jetzt, wo wir sind. So, erstmal habe ich das... Ja, voll daneben gehauen, trotzdem getroffen. Super. Ich rede wieder zu viel und zu schnell. Das könnte auch an der Uhrzeit liegen. Wir haben es jetzt 5:05. Guten Morgen. Ja, für mich auch heute der letzte Part, den ich aufnehmen werde. Mit großer Wahrscheinlichkeit, weil ich bin müde. Und ich muss bald zum Auto aus. Und dementsprechend. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen. Ich nehme diesen Part noch auf. Eventuell schaffen wir sogar noch den Bossfight. Ich wage es allerdings zu bezweifeln. Yay! Kleiner Schlüssel! Öffne Türen. Allerdings nur hier. Das ist doof. So, wenn wir jetzt hier zurückkommen, dann kommen wir auf die obere Etage von dem Raum, den wir davor hatten. Und das ist toll. Hä? Ja, so in etwa habe ich auch reagiert. Hier sind wir jetzt. Ah. Von der oberen Etage ist einfach gar nichts mehr über. Das ist so gut. Gut, damit können wir jetzt hier hin zurück. Da hat man nämlich einen Raum, da war eine Tür mit einem Schloss. Und da konnte man dementsprechend noch nicht durch. Aber jetzt können wir da durch, weil jetzt haben wir einen Schlüssel. Aber jetzt müssen wir aufpassen, weil hier sind wieder Gegner. Eieiei. Was man sich alles merken muss als Let's Player. Schon wieder diese Viecher? Die sind eiskalt. Ha! Die sind wirklich eiskalt. Die töten uns. Ohne Probleme. Die auch! Nein, 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 nein! Brrr. Cool, Mint, hä? Ja, das ist totale Kacke. Ja, natürlich genau hier hinten. Ist klar. Das ist Kacke, dass die Kamera sich immer noch mal umschwenkt, wenn ich den schon eingesetzt habe. Achso, ja, stimmt, da kommen ja die Viecher raus. Nein, nein, nein. Und nein. Four of kind. That was pretty awesome. Nein, nein, nein. Don't cool me down. Hallo. Bums. Das war... Ja, okay, ich geb's zu. Das war... Nicht so nett. Was du gemacht hast, war aber auch nicht nett. So. Hat er davon. Pff. Frech hier. Naja, da haben wir auch die zwei Kisten, die ich angesprochen hatte im letzten Part. Ja. Yeah. Ach, die kann man auch... Das ist schön. Okay. Ich wusste nicht, dass man die auch mit dem Morgenstern einfach irgendwo hinkicken kann. Das ist cool. Ich dachte, man muss sie da runter... Hey, guck mal, Ordon-Ziegen. Yay. Und die grinst. Meine Grinseziege. Yay. Oh, ich lasse mich zu leicht ablenken. Gut, da kommen wir noch nicht weiter, weil da brauchen wir Kanone. Kanonenkugel. Bitte lass hier keinen Gegner mehr... Ah, oh, sie sind immer noch weg. Sehr geil. Sehr geil. Gut, das heißt, wir können jetzt einfach hier runterrennen, weil ich die Kanonenkugel ja schon im letzten Fahrt vor allem. Ja, im letzten Furz habe ich sie vorbereitet. Oh Mann. Was ist denn heute los? Guten Morgen. Ha. Zu viel Kaffee, obwohl ich gar keinen Kaffee getrunken habe. Irgendwas stimmt hier nicht. Ah, das liegt wahrscheinlich an den Tabletten. Ja, die
bösen Tabletten. Ja, ohne Scheiß, dank Ibuprofen bzw. dank Schmerztabletten kann ich derzeit überhaupt irgendwas machen. Das ist halt scheiße, wenn man Zahnschmerzen hat und extrem kopfschmerzempfindlich ist. Und naja, ich will es nicht weiter hinaus, sonst denkt man hier noch, ich wäre irgendwie abhängig. Bin ich nicht. Ich benutze die, wie gesagt, halt nur, damit ich die Schmerzen irgendwie ertragen kann. Aber Abhilfe wird bald geschaffen. Wird mir nämlich ein Zahn gezogen. Schon wieder. So, mach Bums. Kabums. Genau dafür brauchten wir es nämlich. Ansonsten hätten wir die Kanonenkugel nämlich nie darüber gekriegt. Tja, so einfach kann's gehen, ne? War ich jetzt eigentlich schon mal hier hinten in dem Raum? Ich glaube nicht, oder? Doch, war ich, weil da nämlich verschlossen war. Und da braucht man einen Schlüssel. Ach so, ja, okay. Das macht alles Sinn. Jetzt macht das alles Sinn. So. Gut, Bomben haben wir auch noch genügend. 15 Stück an der Zahl, das ist sehr gut. Okay. Link. Also das mit dem korrekt Platzieren hast du noch nicht so... Ja, ich glaube, er ist heute nicht so ganz koordiniert. So, hier mache ich das erstmal kaputt. Wie? Was? Das ist geil. Das ist schön. Das sind alles so Sachen, die wusste ich vorher gar nicht. So, da ist unser Ziel, aber wir müssen erst dahin, damit wir den Schlüssel für unser Ziel kriegen. Ah ja. Natürlich sind die Viecher auch wieder da. Oh, kriegst einen Knall. So, mal gucken, wo muss ich denn das eigentlich hinschießen? Ach so, ich weiß, wo ich es hinschießen muss. Da. Auf unseren netten kleinen Kollegen, Mr. Mintfresh. Weil eiskalter Atem und so. Okay, ich glaube, ich hatte schon bessere Witze auf Parat. Egal. Ihr guckt es ja trotzdem, glaube ich. Zumindest die, die es gucken, die gucken es. Ja, das macht Sinn. So. Es tut mir leid, aber du musst leider gehen. Tja, das war ein Salutschuss. Schuss, nicht Schutz. Ein Salutschuss für unseren gefallenen Mr. Eisberg. Könnte man theoretisch gesehen auch sagen, weil es war ein Riesenmonster aus Eis. Ja. Okay. Ich bin zwar aufgedreht. Link aber auch, weil guck mal, wie der die Leitern hochmacht. Das geht ja. Nee, verpiss dich. Das wollte ich jetzt nicht so krass sagen, aber wir sind in der Kathedrale. Fuck. Wir werden sterben. Wobei, eine Kathedrale ist es ja nicht. Ist es eigentlich? Altarraum kannst du auch nicht. Ich finde das übrigens super, wie die Bänke einfach direkt vor die Wand. Du setzt dich in die erste Reihe und du guckst stumpf gegen die Wand. Das ist wahrscheinlich so Raufasertapeten-Kino. Wobei, die haben nicht mal eine Tapete. Oh Mann. So, jetzt ist die Frage. Alle Eiszapfen, die da sind, sind nämlich Monsters. Und die sollten wir erledigen. Wir haben allerdings nur 5 Pfeile, wenn mich nicht alles täuscht. Oder nur noch 3, ich weiß es nicht. Oh, 2 sogar. Doch so viele. Ja gut, das ist jetzt nicht so, das Pralle. Kabums. Dann können wir zumindest... Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. So. Zumindest 2 können wir platt machen. Den hier. Ach komm. Das war jetzt so unnötig. Schnell, bevor die anderen angreifen. Was sie gleich tun werden. Ah, ich hab doch mein Schild schützend vor mich gestellt. Dann sollte ich eventuell den Bogen und die Luxussuppe auf Y, weil das ist... den Bogen vor allem. Es ist ein Morgenstern. Au. Link, der Morgenstern. Er war tot. Wobei theoretisch gesehen, er bestand aus Eis. Er ist ein Eishapfen. Kann er da sterben? Well, I don't know. Och, komm. Der war unnötig, der Treffer. Yay. Aber noch nicht alles voll. Lass mich doch wenigstens meine Waffe zücken. Mistkerl. Man kann ja auch ein bisschen Rücksicht nehmen, ne? Na gut, mach ich auch nicht, aber... Es ist ein Unterschied. Ich bin der Protagonist von dem Spiel. Nicht du. So, two of a kind. Ha! Oh. Gleich die Rache dafür gekriegt von seinem Kumpan. Das ist fies. Au. Stirb. Meine Morgensterne erschlagen. Ist das nicht eine tolle Art zu sterben?
Nein. Ja, würden mir bessere Sachen einfallen. So ein heroischer Tod zum Beispiel. Der Ritt auf einer Atombombe. Diese Filmszene, ich krieg die nicht aus dem Kopf. Vor allem das Schlimme ist, ich weiß noch nicht mal aus welchem Film. Aber sie war göttlich. Och, was ist das denn? Du erhältst den Schlafzimmerschlüssel. Oh. Ja. Da ist natürlich die Spiegelscherbe. Nicht wegen irgendwas anderes. Ah, endlich haben wir diesen verdammten Schlafzimmerschlüssel. Hat zwar ganz schön lange gedauert, aber dafür werden wir die Spiegelscherbe ziemlich bald haben. Oh yeah. glaube ich nicht. Das überaus miese an der Sache ist jetzt, ich würde am liebsten nochmal die Suppe auffüllen. Da wir jetzt gerade einmal die Suppe verbraucht haben. Und das dürfte sogar... Oh! Ich habe mich erschrocken. Oh, wie gut, dass dir nichts passiert ist. Ich habe ein wenig von der Suppe gegessen, die mein Mann gemacht hat. Seitdem geht es mir etwas besser und ich bin dir gefolgt. Du hast den Schlüssel gefunden. Sehr gut. Das Schlafzimmer ist direkt über uns. Ich bring dich hin. Nein. Nein. Heroischer Sprung in den Abgrund. So, jetzt hole ich mir noch ein bisschen Suppe, weil Suppe ist toll. Können wir mal noch was für eine Suppe. Lauchcremesuppe. Oh, geil. Jetzt habe ich mir selber Hunger gemacht. Das war doof. Tja, so ist das nochmal, wenn man verfressen ist. So. Er ist weg. Er ist einfach nicht mehr da. Sehr gut. Schön, über was für Sachen ich inzwischen lachen kann. Das ist toll. Ja, besser als gar nicht zu lachen, ne? Muss man ja mal zugeben. Ja, für 3 Herzen, das hat sich jetzt voll gelohnt. Egal. Nachschub. Ich nehme einfach den ganzen Kessel mit. Mein Link hat eine magische Tasche, da passt er bestimmt auch rein. Ohne zu verschütten. Brauchen wir gar keinen Korken oder so. So, was kann ich denn jetzt auf Y drücken, legen, damit ich nicht aus Versehen... Ich könnte eigentlich mal ganz kurz gucken, ob wir hier noch Geister haben. Kann ich natürlich nicht. Das ist gut. Nein, dieses Item kannst du hier nicht verwenden. Böses Spiel. Ganz böses Spiel. Ja, räuspern. Muss man ja auch mal machen. Wie lange nehmen wir auf? 12 Minuten. Da dürften wir den Bossfight eigentlich schaffen. Oh yeah. So. Tür öffnen. Es ging jetzt doch eigentlich ganz schön schnell. Ich hatte den Dungeon irgendwie extrem viel länger in Erinnerung. Mysteriös. Ist wirklich ein bisschen komisch. Ich dachte wirklich, der wäre länger. Aber egal. So. Hoch da. Tap, 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 tap. Ich finde das übrigens auch toll. Ich achte nämlich komischerweise auf sowas. Wenn die Charaktere irgendeine Leiter oder so hochklettern, dass sie auch nicht irgendwie so in die Luft treten. Ne? Und das haben sie hier ganz gut gemacht. Link tritt nicht in die Luft, sondern auf die Sprossen der Leiter. Hat er im Original für die Wii, beziehungsweise für den Gamecube, glaube ich, nicht gemacht. Hier ist das Schlafzimmer. Würdest du es aufschließen? Nein. Ein viel zu schönes Herz. Es geht nicht. Tong. Offen. Nee. Aber zumindest anklopfen vorher. Schön, dass wir noch da drunter standen und dieses Herz hat schon eiskalt erschlagen. Vielen Dank, aber willst du nicht auch reinkommen? Oh, oh, das wird ein bisschen zu intim. Wieso kommt er eigentlich? Das ist super. Wenn da schon Schnee aus dem Schlafzimmer kommt, dann stimmt da irgendwas ganz gewaltig nicht. Bitte hier entlang. Tap, 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 tap. Es sieht schon verdammt gruselig aus irgendwie, die Frau. Ich weiß auch nicht mit. Weiß nicht, es ist so. Hier ist er, schau ihn dir an. Sag nur, ist er nicht herrlich? Link nickt eiskalt im Hintergrund. Wunderschön. Oh oh. Wunderschön. Herrlich, dieser Spiegel. Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Diesen Spiegel bekommst du nicht. Oh, jetzt geht auch noch die Fenster kaputt. Oh Gott. Leute, ihr sprengt hier mit die Reparaturkosten. Okay, sie kann fliegen. Wieso auch nicht? Übrigens fand ich das damals ein richtiger so What the fuck? Moment, als ich das Spiel das erste Mal durchgespielt habe. Igitt.
Rieseneisklotz Matronia. Der ist nicht groß. Yay! Yay! Ping-Pong! Noch mehr Ping-Pong! Hurra! Die Musik ist übrigens mega geil, finde ich. Das sieht jetzt scheiße aus. Wow! Too easy! Piece of cake! Gewonnen! Oh oh. Das klingt fast wie ich, wenn ich mich verschluckt habe oder so. Yay! Oh, jetzt wird die Musik episch. Ich liebe diese Musik. Ich weiß nicht wieso. Das ist die wahrscheinlich geilste Boss-Theme aus diesem Spiel. Sie ist so gut. Sie ist. Au! Das war super. Sie ist so verdammt gut. Wow! Ja, daran hatte ich nicht mehr gedacht, dass das auch passieren könnte. Aber nur vielleicht. Eventuell. Ah! Sie verfolgen mich wieder! Die Rieseneisklötze des Todes! Tok, 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 tok. Ach, sei alle kaputt. Lauf um dein Leben! In die Richtung. Jetzt treffe ich dich. Pass mal auf. Tada! Voll gegen die Wand gebasht. Hättest du nicht mitgerechnet. Oh. Nein, 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 nein! Please don't kill me. Dong, dong, dong. Ich finde, diesen Boss haben sie richtig geil gemacht. Es war allein schon dieser What the fuck-Moment, dass Matronia sich in diesen Rieseneisklotz verwandelt. So, jetzt muss ich den Ausweg finden. Das wird schwer. Ach, der Ausweg ist der einzige. Ja, klar. Der einzige, der offen war, war natürlich zur Wand. Weil das macht man so. Es ist übrigens sehr geile Taktik, im Boden einfach gucken, wo sie sind. Habe ich auch etwas für gebraucht, bis ich das gecheckt habe, gebe ich zu. Ich war jung und unerfahren. Ich kannte das Spiel halt noch nicht. Es war halt für mich blind. Macht Sinn. Nein! Nein! Oh Gott! Boah, der war fies. Jetzt mache ich dich kaputt. Ha! Hättest du nicht mitgerechnet. Das war... Ich hatte nicht erwartet, dass das klappt, sagen wir es so. Und schon wieder eine kaputt. Oh, jetzt trifft sie mich nicht. Nein! Nein, was tust du? Link. Haut alle voll daneben, ey. Oh, jetzt hat sie nichts mehr zum Werfen. Ha, das Ausweichen wird jetzt auch easy. Außer ich renne natürlich voll rein, dann... Geht doch. Mein Gott. Ich mach mir auch hier auch schwer. Schön im Kreis rennen. Taktik Nummer 1 in Zelda spielen. Bei Bossgegnern erstmal schreiend im Kreis rennen, bevor man sich eine Taktik überlegt. Schreiend im Kreis rennen hilft immer. Oh, da war ja doch noch einer. Ist wieder super. Hä? Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich hoffe, ihr habt es auch nicht verstanden. Dann bin ich zumindest nicht alleine. Also theoretisch gesehen hätte ich sie treffen müssen, aber Spiel sagt nö. Weil Baum. Keine Ahnung. Hier wachsen auch so viele Bäume im Eis. Ja, ist klar. Ein Eisbaum. Kaboom! Gegens Fenster. Bums. Yay, Sternchen. Alter, mein Subwoofer rastet hier gerade aus. Wie die Teile immer so schrumpfen, wenn Link die in die Hand nimmt. Wobei, er nimmt sie ja nicht mal in die Hand. Also, jetzt haben wir 2 Spiegelscherben. Nice. Fehlen also nur noch 2, Lukas. Ah, you don't say. Trotzdem tut es mir leid, was wir dieser Frau angetan haben.
dass der Schattenspiegel die Kraft hat, jemanden so zu verändern. Die Göttinnen können grausam sein. Oh ja. Also gut, Lukas, beeilen wir uns, die anderen Scherben zu finden. Bevor noch mehr Menschen so etwas Schreckliches zustößt. Jo, sie ist kaputt. Ja, das klang super mitfühlend. Also dann machen wir uns auf die Suche nach den übrigen zwei. Wir sind übrigens sein Lieblingsopfer, habe ich das Gefühl. Oh, ah, was ist mit dir? Mach dir keine Sorgen. Du hattest einfach nur einen bösen Traum. Oh, der Spiegel, den du mir gegeben hast. Vergiss den Spiegel. Schau in meine Augen. Sieh nur, in ihnen spiegelt sich dein wunderschönes Gesicht, oder? Oh. Deshalb brauchst du den Spiegel gar nicht mehr. Oh, Liebster. Oh. Übrigens, mir ist aufgefallen, dass ich das mit den Hashtags irgendwie voll in Vergessenheit geraten ist. Dass das voll in Vergangenheit geraten ist. Deswegen, wenn ihr bis hierher geguckt habt, schreibt mal Hashtag oh in die Kommentare. Also AWWWWWW, je nachdem, wie viele Ws ihr haben wollt. Herzen, überall Herzen, yay! Und ein Herzcontainer. Herzcontainer erhalten, die Zahl deiner Herzen steigt um 1. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Was hier irgendwie voll dämlich ist, dass hier die ganzen Herzen kommen. Wobei, es untermalt irgendwie die Situation. Na gut, lassen wir die zweimal alleine. Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja. Nein, Moment! Nein! Ich hab mein Hirn vergessen. Spiel speichern. Ja klar, wieso nicht? Nehme ich auf? Ich nehme auf. Okay, boah, Glück gehabt. Yay. So, da kommen jetzt zwei Herzen dazu. Achtung. Kadum. Oh yeah. So, und jetzt mache ich nicht den Fehler, den ich im ersten und zweiten Let's Play, glaube ich, gemacht habe, sondern... Passt mal auf. Ich bin mir zu 100% sicher, dass hier nämlich ein Portal gesetzt wird. Das ist fies. Wieso tut ihr mir das an? Gibt's doch nicht. Gibt's hier echt kein Portal direkt zum Dungeon? Glaube ich nicht. Alter. Das ist fies. Gut, das heißt, jedes Mal, wenn man hier runter will, muss man erstmal schlittern. Okay, das wusste ich auch noch nicht. So, ich muss mal kurz was gucken. Yay! Schneeberge, keine Geister. Oder? Kann ich auch auf der Karte nachgucken. 4 von 5. Nein! Was? Ah, dann weiß ich, wo der ist. Die Höhle, wo wir noch nichts machen konnten, weil wir den Morgenstern noch nicht hatten. Da wird er wahrscheinlich sein. So, die Frage ist jetzt, wo warpe ich mich hin? Was wollte ich eigentlich machen? Ist da was? Im nächsten Dungeon geht's hier erstmal nach Kakariko. Die okkulte Kunst holen. Und dann machen wir die Lampenhöhle. Hurra, alle freuen sich. Yay! Yay! Nicht yay! Egal, wir müssen sie trotzdem machen. Aber es gibt noch eine weitere Lampenhöhle und die ist... Ja. Genau. Da irgendwo ist die. Nee, ich habe gerade wirklich vergessen, wo die ist. Die zweite Lampenhöhle, wo ist denn die? Die zweite Lampenhöhle war mit dem Verschieberätsel. Die müsste auch hier irgendwo gewesen sein. Nee. Moment, ich weiß, wo die ist. Die ist... bisschen näher ran.
Nein, 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 nein. Die ist hier irgendwo, meine ich. Wir werden sehen. Auf jeden Fall gibt es noch sehr viel zu tun. Ich meine, wir wollen ja noch alle Herzteile und so. Also, wir kriegen noch... Ich gehe jetzt übrigens nur in den Dungeon für den Fall der Fälle, dass ich da den... nicht für den Fall der Fälle, sondern dass ich da den Part perfekt beenden kann. Mal ganz kurz gucken. Hier ist wirklich nichts mehr? Nö. Wunderbar. Ich muss jetzt gerade mal überlegen. 2 Spiegelscherben. 3 Herzcontainer kriegen wir noch. 3 Herzcontainer, das heißt, es fehlen noch 4 weitere Herzcontainer. 4 mal 5. 20. 20 Herzteile fehlen noch. What the fuck? Okay. Bis wir die alle haben werden, das wird noch einige Zeit dauern. Und wie gesagt, ich sag jetzt einfach. Achso, das ist ein Eislederflatterer. Ja, ich würde euch einfach mal sagen, ich hoffe euch, natürlich, euch hat der Part gefallen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir den Eis-Dungeon, also die Bergruine innerhalb von 4 Parts schaffen. Das ging doch schneller als erwartet. Klar, jetzt haben wir 26 Minuten aufgenommen. Egal, passiert. Kann ja auch mal Überlänge sein, ne? Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, Hashtag A, ne? A-W-W-W-W, schlag mich tot. Und, ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Parts. Die nächsten Parts werden natürlich wieder so Sammelsuchaktionen wie finde alle Geister, macht die Lampenhöhle und ihr wisst ja, ihr kennt euch da ja aus. Aber trotzdem hoffe ich, freut ihr euch drauf und ich sage Tschüss und bis denn irgendwann, euer Renchi. Bye.